Erzählt mal, wie geht's euch? Wie war euer Tag? Erzählt mal ein bisschen. Weil dem BZ geht's heute nicht so gut. Wallah, ich bin... Ihr müsst ihn ein bisschen motivieren. Ihm geht's leider nicht so gut heute. Wieso? Erzähl mal, warum geht's... Also mir geht's gut, Gott sei Dank, noch. Ich sitz neben ihm. Kann sein, dass er mich ansteckt. Ich hoffe nicht. Wallah, wir waren ja gestern im Zentro und Emre hat sich Schuhe geholt und wir hatten da so eine Besprechung bei House of Sweets und so. Und wir haben da ein paar Fotos gemacht mit Zuschauern. So, gestern war noch alles gut. Ich war topfit. Mhm. Ich schwör's euch, ich komme nach Hause und richtig, mein Husten fängt an. Ich krieg kaum noch Luft und so. Weil da irgendjemand, mit dem ich ein Foto gemacht habe, hat mich gestern angesteckt. Ja, naja, aber miese, Bruder. Miese. Und ich bin komplett am Arsch irgendwie, ja. Ich bin komplett am Arsch. Die ganze Allein Zeit seine am Husten. Stimme, Bruder, der kam nach Hause direkt zu husten. Der musste fast kotzen und so. Ich denke mir, Anik, Bruder, was ist das für eine Krankheit? Nach 5 Minuten, die tritt auf, wir waren einmal Zentro. Ich schwör's dir, irgendjemand hat mich gestern angesteckt. Irgendeiner, der krank war. Ab sofort, ich werde nur noch so reagieren heute. Mit Maske und so. Ey, guck mal. Wir waren... Dankeschön, Wallah, dankeschön für alle, die gute Besserung schreiben. Ich küsse euer Herz. Das kann ich zeigen schon, ne? Diese Woche haben wir den einen oder anderen Gast. Du kannst ja Mittwoch und Freitag war das, ne? Ja, genau. Jetzt morgen, also Mittwoch, kommt der gute Badawi. Genau, Hasuna. Und mit dem werden wir Süßigkeiten probieren. Ganz aber besondere Süßigkeiten, aber das werdet ihr morgen sehen. Wir sagen haben wir? Viel. Freitag ist Freitag schon fest oder ist er nicht fest? Und Freitag ist auch fest, ja. Ja, kannst du dann auch gerne sagen. Und Freitag kommt das Zuckerbärchen. Jawohl, Akaui, Junge. Lange nicht mehr gesehen. Zuckerbärchen, Wallah, auf dem frischen Show. Ja, Mann. Und wir haben uns für... Beide Parteien haben wir uns was ausgedacht. Sollen wir das zeigen? Nein, zeig noch nichts. Sonst wissen die doch. Vielleicht sehen die VOD oder irgendwas, weißt du? Die Jungs? Die sollen, ja. Ich zeig nur eine Sache. Nein, Mann. Nur eine Sache. Lass mich nur diese zeigen. Diese ist cool. Nein, Walla, das ist doch eine Junge. Übelste Überraschung, Digga. Dann. Nein, Walla, zeig doch nicht. Junge. Nein, zeig nicht. Digga, da sind so viele Sachen drin. Ja, Walla, und die Sachen sind richtig bei geil. Bei 20 Subs zeige ich. Und bei 25 sage ich ja alles, Wir haben teilweise Dinge bekommen, Leute. Leute, die es in Deutschland nur einmalig gibt, ne? Also nur bei House of Sweets. Dann lass mich nur diese zeigen. Walla, dieses machen wir. Das ist doch eh was anderes. Ja, wow, das kannst du zeigen. Das ist krass. Ja. Guck mal, zeig du das. Fluff. Was? Dein Ernst? Wie Fluff? Marshmallow Erdbeercreme, Bruder. Marshmallow Erdbeercreme, Bro. Bro, zu krass. Was für Fluff. Are you Chris? Soll ich diese zeigen wenigstens? Nein, du hast mir jetzt was gezeigt. Reicht lass mich nein, eine Sache, nein. Damit die Leute wissen, in welche Richtung es geht. Die werden schon wissen, nein, morgen, die wissen in welche nicht. Richtung die es nervös. Geht. Die sind nervös, die haben uns lange nicht mehr gesehen zeig und so. Nein. Neue Woche ran, die wissen nicht mehr, wo der Hase lang geht erst und bei so. 50 Subs, zeig nicht. Bei 50, okay. Zeig nicht. Okay, aber Walla, wir haben einen Artikel bekommen, den haben wir noch nie gesehen in unserem Leben. Ne? Und das ist wohl anscheinend, so wie es uns gesagt hat, wurde von dem Besitzer, nur einmalig in Deutschland und das gibt es nur bei House of Sweets. Und das ist ganz neu. Noch, das wird wahrscheinlich dann verbreitet so. Genau. Aber ich bin gespannt. Walla, das habe ich noch nie so gesehen. Also generell muss man sagen, die Brüder haben ein geiles Sortiment. Ne? Die haben geilen Laden. Sachen aus Dubai, Sachen aus Indien sogar, Bruder. Die haben sehr, sehr viele. Und ich habe sehr oft die Frage bekommen, ist da was von denen mit Gelatine? Tatsächlich nicht. Ja. Auch diese Sour Patch. Viele haben immer gesagt, oder Takis oder so. Mhm. Ich habe extra die Jungs nachgefragt. Die meinten, so wie die es gesagt haben, dass hier nichts mit Gelatine ist in dem Laden. Also vielleicht Takis oder Sour Patch. Falls ihr das gehört habt, wollte ich euch das so mitgeben, dass ich jetzt das andere nachgefragt habe. So. Also da ist nichts mit Gelatine drin bei House of Sweets. Also Gott sei Dank. So, kann jetzt natürlich auch sein, dass es vielleicht doch ist oder nicht. Aber so wie es mir jetzt gesagt wurde von einem Ladenbesitzer, der es verkauft, heißt es nein. So. So. Und darauf berufe ich mich dann jetzt erstmal. Der Akaui bringt diese Kopfhörer mit. Ne? Ah, stimmt, ja. Und dann machen wir Lippenlesen im Stream. Ja, yeah, genau. Aber da müssen wir Emote-Chat oder so damit nicht... Normal, das können wir auch machen. Ich denke, das wird auch sehr, sehr lustig. Ja. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Ich glaube, im Stream könnte es auch nochmal anders sein. Ja, genau. Dann generell, wir haben ja noch da irgendwas mit diesem Zubinden und so. Ja, genau. Und dann Essen. Chill, wir sagen viel zu viel. Okay, das ist zu viel. Aber die Leute müssen ja Bock kriegen, Bruder, so, weißt du? Die müssen Lust kriegen. Morgen wird auf jeden Fall ein cooler Stream und für Freitag überlegen wir uns auch coole Sachen. Ja. Generell, diese Woche wird generell cool, ne, so. Wir haben echt, also ich freue mich so auf Hasuna, auf Akaui, so. Ja, beide Jungs auch lange nicht mehr gesehen. Ja, so. Ja, Mann. Die haben auch sehr, sehr viel zu erzählen. Ja, ich glaube auch. Bestimmt, ne? Ja, bei dem ja. einen oder anderen ist da viel passiert, bei dem einen oder anderen ist auch da viel passiert, ne? Mhm. So. Zeig mal die Tasse. Bruder, die Originale.
Türkei-Tasse, weißt du doch. Ja, wichtig. In keiner anderen Tasse schmeckt der Tee so gut wie in dieser Tasse. Merkt euch das. Das ist das, das ist das. In Gala würde auch noch schmecken. In Gala würde auch noch schmecken, aber Türkei so, auch. Aber ey, hier ist noch mal krasser, intensiver. Und du wirst schneller gesund, schmeckt jetzt schon. Dennis, ich küsse dein Herz. Nein, das ist ein Mädchen. Ach so, Denise. Nein, auch nicht Denise. Hier ist eine Türkin. Dennis, ja, genau, Dennis, genau. Dankeschön für die 5 verschenkt. 25! Unsere Reaktion! Sag mir deine 25! Ehrlich! Ey, Walla, vielen Dank. Ich küsse dein Herz. Packstation. Ja, genau. Neuer Monat hat angefangen. Ja, pass nur auf, dass du keine Adressen zeigst. Ich habe heute die ersten Pakete abgeholt. Das sind... Boah, das obere sieht schon wieder sehr verdächtig nach Grundgesetzen aus. Oh, bitte, ey. Oh, nee, ne? Ab sofort, das wird nicht aufgemacht. Keine Grundgesetzbücher, ich warne euch. So, wir haben wieder die ersten 7 Pakete heute. Ihr könnt jetzt eure Pakete für den Teil 2 einsenden. Das Ganze machen wir im Februar. Ihr könnt bis zum 15. Februar alles einsenden. Und im Anschluss machen wir dann halt das Video. Yes. So, jetzt, ob es dann am 16., 17. oder 18. ist, das gucken wir dann. Machen wir dann noch eine Ankündigung auf schön, auf süß. Aber im Februar drehen wir den Teil 2 ab. Yes. So. Also bis zum 15. Februar könnt ihr alles einschicken. In meiner Story oder bei Information Discord oder Ausrufezeichen Pakete seht ihr die Adresse. Okay. Reagiert ihr Donnerstag auf Kennerns Song? Also, guck mal, Leute, ganz kurz zum Thema Kennern, ne? Ganz kurz zum Thema Kennern, Retalk. Ne? Wir werden auf Kennerns Song nicht reagieren, ne? Im Gegenteil, ich werde am Sonntag alles auspacken, was ich in der Hand habe und die Karten offenlegen für euch, damit ihr auch wisst, weshalb und warum wir sauer sind auf Kennern. Und dann werdet ihr das auch wissen und auch nachvollziehen können. Und ja, Sonntag werde ich auf jeden Fall alles erzählen und ja, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Wir werden nicht auf den Song reagieren, im Gegenteil, wir werden auspacken, damit du auch Bescheid weißt, Kennern, falls du das hier sehen solltest. So, am Sonntag wird auf jeden Fall ausgepackt und abgerechnet. So. Weil wir kriegen auch ständig irgendwie Nachrichten und auch die ganze Zeit diese Twitch-Nachrichten. Wisst ihr, und wir haben auch keinen Bock darauf und so. Wir haben lang genug unser Maul gehalten. So reicht es. Mach daraus auch ruhig Screen Recording, verbreitet es auf TikTok, ist mir egal. Ne? Aber ich habe lang genug jetzt die Schnauze gehalten. Ne? Und Sonntag werden wir auf jeden Fall unsere Abrechnung machen. Im Stream werden wir auspacken, werden wir euch alles erzählen, ja, damit ihr Bescheid wisst. So, mehr will ich jetzt dazu auch nicht sagen.